Die Verbraucherzentralen empfehlen, dass eine Türnotöffnung tagsüber an Werktagen weniger als 100 Euro kosten sollte, wenn die Tür lediglich ins Schloss gefallen ist, inklusive Anfahrt aus der näheren Umgebung. Wer nachts oder an Wochenenden und an Feiertag einen Schlüsseldienst in Anspruch nehmen muss, sollte bei einem seriösen Anbieter nicht mehr als 150 Euro bezahlen. Sind die Öffnungen aufwendiger, etwa weil die Tür abgeschlossen war oder besondere oder gleich mehrere Sicherheitsschlösser verbaut sind, kann eine Öffnung um einen gewissen Satz teurer werden. Glaube ich, haben wir soweit verstanden. Die Verbraucherzentralen empfehlen, dass eine Türnotöffnung tagsüber an Werktagen weniger als 100 Euro kosten sollte, inklusive Anfahrt aus der näheren Umgebung. So, ein paar Zeilen davor hat man sich Landesverband Metall da Baden-Württemberg berufen. Und jetzt kommt man wieder mit irgendeiner Aussage oder mit irgendeiner Empfehlung von irgendeiner Verbraucherzentrale. Da steht ja nicht mehr, welche Verbraucherzentrale. Es werden nicht alle Verbraucherzentralen dasselbe sagen. Tagsüber an Werktagen weniger als 100 Euro kosten und das inklusive Anfahrt. Ihr dürft nicht vergessen, liebe Leute, die Preise, über die wir die ganze Zeit reden, sind ja sogar inklusive Mehrwertsteuer. Na, liegen jetzt dieses Jahr wieder bei 19%, immer schön gerundet, dass man leichter rechnen kann, 20%, also ein Fünftel. Und zudem weniger als 100 Euro, also es suggeriert ja alles, was tagsüber mehr wie 100 Euro kostet, ist dann schon quasi zu teuer. Stimmt nicht, weil eben selbst der Bundesverband, also die Minimumempfehlung oder die unverbindliche Preisempfehlung, an der man sich orientieren soll, ja schon bei 120 Euro liegt. Ja, und da kann man dann drunter sein, drüber sein, je nachdem, wie man aufgestellt ist am Markt. Aber solche Aussagen, die sind dann schädlich für die Seriösen dann, die bei euch vor Ort sind. Wer nachts an Wochenenden und Feiertagen einen Schlüsseldienst in Anspruch nehmen muss, sollte bei einem seriösen Anbieter nicht mehr als 150 Euro bezahlen. Ich weiß nicht, wie man auf so einen Quatsch kommt, aber das ist eben nicht Eigenrecherchieren oder sonst irgendwas, das ist wildes Abschreiben von anderen Artikeln oder dann eben dieses Vermischen Verbraucherzentrale, Bundesverband Metall und Pipapo können uns daran erinnern, die unverbindliche Preisempfehlung an einem Feiertag, also hier ist ja Wochenende und Feiertag, die unverbindliche Preisempfehlung liegt ja hier bei 250 Euro. Warum muss man jetzt dem seriösen Anbieter jetzt 100 Euro wegrechnen? Ich verstehe es nicht. Und das sind Sachen, jemand vom Fach, mich nervt es dann. Na, macht man nicht. Weil das ist eben, ihr habt es irgendwann mal gelesen, ihr habt irgendwas mit 150 Euro im Kopf. Es betrifft jetzt nicht mich, ich bin da meistens drunter. Gerade innerorts, Sonn- und Feiertage sind es bei mir 120 Euro inklusive Anfahrt. Wenn ich jetzt 3 Kilometer zum Fahren habe oder was, werde ich nicht noch meine Anfahrtspauschale von 20 Euro draufrechnen. Mache ich so gut wie nie. Also bis bei 120. Also mich betrifft es jetzt nicht. Aber es gibt ja wirklich seriöse Anbieter, die müssen mehr verlangen. Es hilft ganz einfach nichts, weil sonst wird es sich für die nicht rentieren. Na, und das ist, Schlüsselnotdienst ist kein Ehrenamt. Wir machen das natürlich aus wirtschaftlichen Interessen. Bei mir und bei ganz, ganz, glaubt mir das, bei mir und bei ganz, ganz vielen anderen, steckt da sogar leider mehr Idealismus dahinter, dass man euch einfach helfen möchte, euch auch einfach eine Option zu den Abzockern bieten möchte. Und genau für solche Anbieter sind solche an den Haaren herbeigezogenen Empfehlungen von welcher Verbraucherzentrale auch immer, wenn es denn wirklich stimmt, die dann nochmal den empfohlenen Satz vom Bundesverband Metall um 100 Euro knapp unterbieten. Es ist dann schon hart. Ne? Wir haben dann die Diskussionen an der Tür, warum kostet es so viel? Und ich meine, ich muss mir auch manchmal anhören, wenn ich dann als in Anführungsstrichen günstiger Schlüsseldienst bei euch bin und ihr dann den und den angerufen habt, der 80 Euro teurer gewesen wäre. Mal jeder macht seine Preise selber. Ne? Nur weil man irgendwo gelesen hat, es sollte irgendwas um die 150 Euro kosten, heißt es noch nicht, es ist machbar. Ne? Das ist, vergesst es bitte nicht. Da sind die Öffnungen aufwendiger und da kommen wir zu dem nächsten Schmarrn. Etwa weil die Tür abgeschlossen war oder besondere oder gleich mehrere Sicherheitsschlösser verbaut sind, kann eine Öffnung um einen gewissen Satz teurer werden. Bullshit. Um einen gewissen Satz geht man davon aus, es ist ein kleiner Teil. Wenn ihr das jetzt lest, ihr bewahrt euch das irgendwo im Hinterkopf auf. Klar ist es für euch auch selbstverständlich, wenn euch der Schlüssel abgebrochen ist, ihr den Schlüssel verloren habt, ihr wisst, ihr habt abgesperrt, es muss gebohrt werden, es muss ein neuer Zylinder rein. Natürlich wisst ihr, es wird in Anführungsstriche etwas teurer. Aber ein gewisser Satz, teurer, der suggeriert euch was, was einfach nicht stimmt. Wir haben da zwei Probleme, die aufeinander kommen. Die einen haben ganz normale Schlösser drin, ganz normale Zylinder drin. Da ist die Tür aufgebohrt, der Zylinder, ich sage jetzt mal im besten Fall ausgetauscht, in der Länge, die halbwegs passt, vielleicht auch sogar genau passt. Allein der Zylinder kostet schon Geld. Schenken kann man den auch nicht. Der Werkzeug,
wie gesagt, die Preise von vorher, das ist ja alles nur die einfache Öffnung, wenn man überhaupt nichts braucht an Werkzeug. So ein Bohrer kostet richtig viel Geld. Ein Fräser kostet richtig viel Geld. Ein Fräser kostet, legt es mich nicht auf den Cent genau fest, irgendwas um die 30 Euro und kann, je nachdem, an welchen Schlössern du damit gearbeitet hast, bis zu 5 oder 10 Mal hergenommen werden. Na, es bringt dir auch nichts, wenn ich das versuche, auf 20 oder 30 Mal aufzuteilen, wenn ich dann quasi mit diesem Fräser meine Arbeit nicht mehr ordentlich machen kann und das doppelte, dreifache an Zeit brauche, was ich normal brauchen würde, und so du dann natürlich schon wieder in diese Viertelstundentaktung reinkommst. Na, das darfst du auch nicht vergessen. Also es ist wirklich totaler Bullshit. Dieser gewisse Satz teurer, der suggeriert dir ganz einfach, natürlich kostet es ein bisschen was, aber zu viel darf es auch nicht werden. Quatsch. Da kommen ganz schnell ein paar hundert Euro zusammen. Und die sind kein gewisser Satz. Warum kommen da schnell ein paar hundert Euro zusammen? Jetzt nimm den einfachsten Fall, du hast dein eigenes Schloss drin, das du reingemacht hast beim Umzug oder sonst irgendwas. Dann kannst du natürlich selber entscheiden, was du für eine Qualität wieder rein möchtest. Na, jetzt die seriösen Schlüsseldienste, die haben ganz normale Schließzylinder dabei. Ich bezeichne ihn auch gerne als Notzylinder. Er ist jetzt von der Sicherheit ist er nicht ganz schlecht, aber auch nicht ganz gut. Aber es reicht, um deine Tür wieder schließbar zu machen. Na, wir bohren dir oder fräsen dir den Schließzylinder raus oder brechen ihn dir raus oder ziehen ihn dir raus. Fräsen und bohren finde ich persönlich immer als die beste Option, auch wenn es einen Haufen Lärm macht. Gerade so ein Fräser macht viel Lärm. Aber ist die schonendste gewaltsame Öffnung, was du haben kannst für dein Schloss. Weil wenn ich dein Zylinder ziehe oder breche, laufe ich schon sehr stark Gefahr, dass ich das komplette Einsteckschloss, also die Innereien von deiner Tür, mit verziehe und das dann auch nochmal für sehr viel Geld reparieren müsste. Na, ich bin der Meinung, wenn ich bei dir bin und wir wirklich bohren müssen, wirklich fräsen müssen, dann ist es schon doof genug, aber dann auch so wenig Schaden wie möglich anrichten und im besten Fall so, wenn ich dann wieder im Auto sitze, dass du eine Tür hast, wo du dich nicht mehr weiter darum kümmern musst. Na, es liegt dann an dir, ob du dann nochmal eine Sicherheitsklasse höher einkaufst oder sonst irgendwas. Aber mein Job ist es vor Ort, dir deine Tür wieder schließbar zu machen. Ne? Und das zu einem Kurs, der im Vorhinein feststeht natürlich und dann aber auch gut ist. Ne? Wenn, ich muss jetzt keine sündhaft teuren Schließzylinder dabei haben und dir die dann nochmal fürs Zweifache oder Dreifache verkaufen. Nein, ich muss deine Tür schließbar machen und das ist schon schlimm genug. Und gleichzeitig ist mein Job aber, dir die Kosten so gering wie möglich zu halten. So, wenn du dann eine andere Sicherheitsklasse rein möchtest oder sonst irgendwas, dann kannst du dich dann im Internet danach umschauen oder im Fachhandel danach umschauen oder sonst irgendwas. Aber du hast es dann selber in der Hand zu normalen Öffnungszeiten, zu normalen Geschäftszeiten vom, ich sag jetzt mal, Baumarkt oder Fachhandel oder sonst irgendwas, ohne dass diese ganzen Notdienstzuschläge damit drauf sind oder eben zu viel teuer verkaufte Schließzylinder. Ich glaube, das verstehst du. Gewisser Satz stimmt nicht. Hast du drin in diesen Mehrparteienhäusern ist es ganz oft, dass deine Schließanlage verbaut ist. Du hast ja quasi dann einen Schlüssel in der Hand, kannst damit unten durch die Treppenhaustür, kommst damit in deine Wohnungstür, kommst damit in deinen Garagenabteil, kommst damit in was auch immer damit. Aber natürlich nicht bei den Nachbarn. So, sowas nennt man Schließanlage. Mache ich dir jetzt dein Wohnungstürschloss kaputt? Natürlich mache ich dir die Tür schließbar und du kriegst einen günstigen Ersatzzylinder von mir. Aber die Hausverwaltung, der Vermieter, der Eigentümer hat das Recht, dass der Ursprungszustand wiederhergestellt wird. Und allein so ein Schließzylinder in so einer Schließanlage, der kostet schnell 2, 3, 4, 500 Euro. Wenn man dann an so einer Schließanlagentür ist, wenn man dann wirklich bohren müssen, was auch, es gibt Fälle, da bleibt es leider nicht aus. Es ist so, es ist nicht mal Geldmacherei. Ich habe natürlich die unter 15 Minuten Öffnungen auch am liebsten. Aber das ist dann wirklich so Ersatz kostet dann richtig Geld. Ein paar hundert Euro ist wirklich kein Spaß und kein gewisser Satz. Dann geht es weiter im Artikel mit irgendwelchen Sachen, die man nicht braucht. Irgendwelche Emotionen aufbauen und das Falschgesagte eigentlich nochmal unterstreicht, sage ich jetzt mal. Und dann kommen Tipps.